Ah, schönes Ding. Ich höre die Leute zum Schreien. Was ist ein Tipp zu so einer Uhrzeit? Yo, moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück in der Nerd Crate. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ich bin schon wieder auf wesentliche Wetterbesserung und deswegen habe ich heute brandheiß, also wirklich brandheiß. Ich glaube, ich bin sogar vor Son of the Empire dran. Der kommt gestern ganz frisch rein. Ihr seht schon im Thumbnail. Heute gibt es MMC. Optos Nox. Bevor wir loslegen und wenn ihr hier neu seid, vergesst bitte nicht Abo zu klicken und auch die kleine Glocke zu drücken. Auf die Art und Weise vergesst ihr auf keinen Fall, wenn ich was Neues bringe. Und wenn ihr Toy News wollt, folgt mir auch auf Instagram und auf Facebook. Los geht's wie immer mit der Box und da ist bei Mastermind Creations wieder mal keine Überraschung. Was aber nicht heißt, dass das was Schlimmes ist, denn wir haben nach wie vor das schöne Format. Stabiles Kartonmaterial mit partiell folierter Frontart, reformatted 10th Anniversary, auf der Seite schön verchromt mit Rot für so ein bisschen Bibliotheksfeel, sogar so ein ganz klein bisschen Wraparound. Und hinten alles, was die Figur kann. Ich habe aus unserer Lieferung hier angedatscht genommen, sprich, ihr kriegt so vernünftige Figuren wie möglich. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich habe die ganze Zeit einen Hustenreiz, zwischendurch kommen vielleicht einige Schnitte. Aber ja, das ist die Box, auch hier hinten nochmal partiell foliert. Oben das und ein Warning, Warning, Attention, Attention, innen drin, ne? Standard Clampshell. Und dann haben wir hier alles, womit Nox so alles kommt. Und ich habe hier das so ein bisschen eingeteilt. Wir haben hier die eine Seite, alles, was es bei Optos Pexus auch vorher gab, abgesehen von dem Kollegen, da sprechen wir gleich drüber, und sein normales Faceplate. Und die andere Seite, brand spanking new. Wir haben ein Schwert, wir haben einen kleinen Schal, der das Cape unten hält. Natürlich eine neue Anleitung quasi und eine schicke Karte. Anleitung ist wie immer in super MMC-Qualität. Leider kein Comic von hinten wieder, das ist schade. Und alles, was wirklich kommt, haben wir auf der Front. Die Transformation ist bekloppterweise, obwohl er im Robot-Mode ausgeliefert wird, tatsächlich vom Truck-Mode zum Bot, was ich ein bisschen doof finde. Aber es hat gereicht, um sich wieder an die Transformation zu erinnern. Es ist alles drin, was ihr braucht, hilft euch. Ihr seht, was ihr mit den Accessoires macht. Wir gehen auch den ganzen anderen Kram nicht durch. Ich zeige euch gleich nur die neuen Sachen. Und wie das dann am Ende mit der Artikulation ist, was ihr machen dürft, was ihr nicht machen dürft, wie er mit Cape aussieht. Und wieder ein kleiner Tease für den Ocular Max Defensor Maximus Pro, beziehungsweise für Hotshot. Hier heißt Ignis und er läuft unter Maximus Pro. Ziemlich schick, sowas mag ich immer sehr. Kleine Teases und worauf man sich so freuen kann. Dann die übliche Qualität bei der Karte von MMC. Schönes Plastik, schönes Artwork, beziehungsweise eine gute Pose von dem Render. Mit Textbacks, keine Überraschung, aber stabiles Plastik, so machen wir es. Dann kommt halt wie gesagt mit den zwei Waffen. Diese zwei Waffen sind halt unter anderem rausziehbar und wir haben hier den Griff. Wir können dasselbe machen wie vorher. Ich verweise euch wirklich bei den Waffen, bei den beiden Waffen und bei der Matrix auf mein Optos Pexus Review. Die Maske habe ich noch nicht abgezogen, weil ich sein kaputtes Skalp drauf haben werde. Ich mag das sehr. Ich schätze, man muss es komplett auseinandernehmen. Ich habe versucht, den Kopf abzuziehen. Dabei ist mir der ganze Hals auseinandergeflogen und ich musste den wieder raufdrücken. Ich schätze, ihr müsst den Kopf dafür auseinandernehmen, was ein bisschen ärgerlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da hätte einfach Fingernagel rein, das Frontteil abziehen, das andere wieder raufstecken. Vollkommen gereicht. Jedoch ist das eine schicke Maske. Halt Optimus Prime in Schwarz, Nemesis. Augen hohl, sprich der Bemalungseffekt ist innen drinne. Silberne Farbe. Es scheint sogar nicht mal komplett schwarz zu sein. Scheint ein bisschen Gunmetal zu sein. Also schöne Sache. Und hier hinten seht ihr entsprechend das Schraubloch. Um kurz abzuschließen, wo ich war, an den Waffen ist original nichts Neues dran. Diese Waffen sind schwarz, die lassen sich dasselbe machen wie vorher, rausziehen und dann ist das gut. Können sie in den Truck-Modus einbinden oder hinten tatsächlich an seine Aufbauten hier hinten drauf. Wie gesagt, guckt da mein Pexus Review. Die Matrix ist ein cooler Zusatz, die ist genauso wie vorher. Ihr könnt diese Teile abnehmen und in seinem Robot-Mode an seine Hüften ranklemmen, das ist interessant. Und das ganze Ding hier drin ist purpur, das sieht man so ganz bisschen. Soll halt die Matrix of Conquest sein. Sehr schick, komplett in Silber, werde ich überhaupt nicht nutzen, werde ich bei ihm auch nicht reinsetzen. Aber auf jeden Fall schön, dass sie dabei ist. Als letztes mal eben schnell seine zwei Armwaffen. Die sind genauso wie die Matrix komplett schön in diesem etwas dunkleren Silber gehalten. Tolle Line-Details, hier fast wie ein Tank. Und dann das entsprechend als Auspuffrohre. Und die könnt ihr entsprechend ganz stumpf hier an die Seite auf die Packs anbringen. Wie gesagt, der Optos Nox ist quasi nur ein, ja, ein Repaint tatsächlich nur. Deswegen ist das alles original dasselbe. Und ich mache das mal eben schnell. Aber die Sachen gleich, die gucken wir uns gleich vernünftig an.
Was auf jeden Fall schick ist, diese ganzen Sachen werden in dieser kleinen Tüte geliefert, was leider vom Tesa ein bisschen zerstört wird, aber wir haben hier einen Tesa-Streifen noch extra dran. Könnt ihr also versiegeln, könnt ihr die ganzen Sachen extra aufheben. Hätten sie nicht machen brauchen, aber das ist schick. Letztes Aufbewahrungsding, das Cape und sein kleiner Schal kommen übrigens in dieser Tüte. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt das hier, ihr habt hier sogar Ziploc drin, ihr könnt das aufreißen, das war unnötig. Dann habt ihr das beides hier drin, dieses Tippitoppi, man sieht dadurch, was Sache ist. Könnt ihr darin aufbewahren, wenn ihr keinen Bock drauf habt und behaltet das Ding staubfrei. Nice. Da kommen wir mal fix zu den drei neuen Sachen und guckt euch diese Schwert an. Das ist ein Highlight, ne? Schön, klares, rotes Plastik, sieht tipptopp aus. Paint Applications auf den Sculpt Applications vom Schwert hier. Geht komplett runter zur Hilt. Quasi Dark Star Saber mäßig mit dieser fetten Matrix vorne drauf. Sieht super gut aus. Wirklich toll. Hält da genau wie vorher über das Pack-System in der Hand von Optus Nox. Aber das ist einfach, das ist ein super schickes Schwert. Und kommt mit seiner Halterung. Und das Coole ist, ihr müsst das nicht von oben durchdrücken, was sowieso erstmal ein bisschen happig ist. Was gut funktioniert, ist hier rein und dann über den Rest. Das funktioniert wirklich klasse. Und lässt sich auch in der Realität wirklich gut anbringen. Also wir haben hier nur diese zwei Clips hier drin. Ne? Und dann bringt ihr das hier rein, schiebt das einfach rauf. Einfach sagt er. Treffen muss man. So. Und dann bringt ihr das entsprechend von oben hier rein. Müsst ihr so ein bisschen finageln, wie ihr die Teile habt. Ich denke, so ist es besser. Und dann schiebt ihr das Teil einfach runter. Und dann habt ihr hier sein Schwert schick auf dem Rücken, was einiges... Ja, das macht einiges her, muss ich tatsächlich sagen. Was auch noch wichtig ist, ist ja, wie gesagt, das Cape. Das ist cool. Das ist gewired. Damit könnt ihr viel anfangen. Nimmt natürlich viel Staub auf, müssen wir mal ehrlich sein. Und falls ihr denkt, das ist doch nicht mein Fehler, das für den Hals ist nicht der Fall. Das ist tatsächlich halt entsprechend gedacht für sein Schwert. Und das funktioniert auf diese Art und Weise nicht. Das wollte ich auch extra mal eben zeigen. Das muss ich nämlich auch sehr schmerzhaft feststellen. Ihr nehmt das mal eben ab und dann tüdelt ihr. Die beste Art und Weise, die ich festgestellt habe, das Ganze umzulegen, ist tatsächlich, ihr legt das erstmal an. Ich möchte das mal eben kurz zeigen. Wirklich nur kurz, es soll nicht zu lange werden. Und dann bringt ihr diese zwei Drahtteile hier so ein bisschen über Kreuz. Das hat zumindest für mich ziemlich gut funktioniert. Über Kreuz, zieht das um den Hals, so ein bisschen stramm. Könnt das auch machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja selber so einen Schnubbel hier oben drüber haben oder keine Ahnung. Es wird ein bisschen kriminell, ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, wenn ihr das Teil anbringen wollt. Das ist ein PVC-Stück, was effektiv nicht reißt. Es kriegt ein paar Kinken hier und da ab, weil ich weiß nicht, wie es MMC sich das gedacht hat. Die haben keinerlei Anleitung dran, wie man das anbringen soll. Man kriegt es jedenfalls so drüber. Es ist aber Tüdelkram. Ihr müsst sehen, dass ihr das Ding so ein bisschen auseinanderbiegt und dann über seinen Kopf bringt. Und das ist nerviger Kram. Also seht zu, in welche Richtung ihr das am besten macht. Seht aber zu, dass ihr den runden Bereich hier nach vorne habt. Das ging besser als erwartet. Und dann hält wirklich dieser Kragen hier, der hält das Cape hier oben drauf fest, zusätzlich mit den zwei Drahtteilen. Dann könnt ihr das hier hinten schön ausrichten, habt ihr hinten dieses Loch und dann könnt ihr hier hinten ganz entspannt das Schwert einfach einslotten und habt hier Optus Nox mit Cape und könnt mit dem Ding halt machen, was ihr wollt. Ihr könnt das richtig so Marke im Wind posen. Das ist eine ziemlich coole Nummer, macht einiges her, so werde ich den definitiv aufstellen. Ich konnte es mir übrigens nicht nehmen lassen. Und daher können wir das ganze Ding dann jetzt entsprechend wieder auseinandertüdeln und uns endlich den Boss angucken. Ich glaube übrigens, dass ich mich versprochen habe, ne? Ich glaube, aus meinem Mund kam Boss, ich meinte natürlich Bot. Hier haben wir dann Optus Nox im Alternate Mode. Kleines extra Feature der Kopf, da kommen wir dann als erstes zu. Erstmal die Front, die Seite und der Rücken. Alles exakt an sich, sonst dasselbe, den machen wir auch mal ab. Wie bei Optus Pexus. Und die Figur ist der Killer. Also ich brauchte nur ein paar Schritte, da habe ich mich soweit wieder an die Transformation erinnert. Super gut, funktioniert wahnsinnig. Wir gucken uns nicht die komplette Artikulation an. Wie gesagt, findet ihr jetzt oben rechts mit dem kleinen Informationssymbol. Da gehen wir durch die komplette Artikulation. Ich zeige euch gleich ein, zwei Schritte, dass ihr wisst, worauf ihr euch hier einlasst. Das Ding ist ein hyperartikuliertes Stück. Ist wirklich, wirklich schön. Aber der Stil ist halt Killer, ne? Ich hole mir sonst keine großartigen Nemesis Primes. Ich habe einen einzigen Nemesis Prime, der steht in meinem Detolf. Das ist, glaube ich, der Universe Classics. Oder United? Ich glaube, Universe Classics Mold. Das war ein SDCC-Exclusive. Bin ich relativ günstig rangekommen. Das war cool. Ah ja, der ist schick. Und reingebe. Sehr, sehr geil. Guckt euch dieses Face-Sculpt an. Das ist der Wahnsinn. Also ich find's wahnsinnig gut. Es sieht sehr, sehr schick aus. Der fokussiert jetzt gerade die Ecke hier, aber vielleicht kriegen wir den Teil hier hin. Da ist er. Guckt euch das an. Ich find's mega gut.
wirklich klasse. Rote, stechende Augen, eine kaputte Faceplate mit so einem schreienden Mund innen drinne. Sowas soll es öfter mal geben, finde ich ehrlich gesagt. Macht wahnsinnig was her, sieht sehr, sehr cool aus. Ansonsten ist es das normale Pexus Sculpt mit den leicht angewinkelten Antennen hier oben. Ein bisschen Gunmetal hier oben in der Krone und das Gesicht halt silber. Ich finde das Rot halt echt von den Augen mega gut. Ne? Passt super gut hier zu dem Rot, das Transluzente auf den kleinen Windshields. Ich habe wieder mal so einen kleinen Einschluss hier vorne drin. Ne? Das ist witzig. Und ein paar schöne kleine Paint Details hier oben drauf bei den Lampen. Das, sowas macht aber, das macht so viel aus. Das ist so schön, wisst ihr. Und dann habt ihr sowas wie MMC, die sagen, nee, das machen wir jetzt auch noch. Die malen wir auch noch an. Und Hasbro kriegt es bei hunderten von Figuren nicht mal hin, die scheiß Felgen anzumalen. Ist doch lächerlich. Sonst, wie gesagt, ist das Ding der komplett gleiche Stil wie Optus Pexus. Ein wirklich tolles Sculpt mit jeder Menge technischen Details. Wirklich, wirklich der Wahnsinn. Ich mag das Ding wirklich gerne. Das ist eine der Figuren. Ich würde sogar sagen, Strong Contender für Figur des Jahres 2021. Wirklich, wirklich schön. Ich mag diese kleinen Porzellan-Teile hier oben, wie man so ein bisschen anlegen kann, wie man will. Ich kann sagen, okay, ich will jetzt hier mein Strom-Leaning-Prime haben oder ich will den nach vorne mit den Lufteinlässen haben. Wir haben hier Silber an den Beinen. Das ist eigentlich mehr so ein bisschen Gunmetal. Das finde ich cool. Mit so ein bisschen Türkis hier drin für den Nemesis-Faktor. Sehr, sehr schön. Und was interessant ist, sie haben hier die Arme und alles, haben sie halt dieses Gunmetal. Und die Hände haben aber so einen leichten Braunstich. Ich dachte erst, das hätten sie weggenommen. Das kam zumindest bei meinem merkwürdigen Licht im Wohnzimmer so rüber. Aber hier, wirklich cool. Ich mag das. Ein kleiner Farbabbruch. Nur so ein kleiner. Mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und der sieht rundherum einfach wirklich Granate aus. Schön mit den Auspuffrohren hier, den Sidepipes, wirklich an der Seite sieht toll aus. Räder sind auch komplett nur Plastik, aber mehr braucht er nicht. Dafür sind aber die Rims bemalt. Selbes Problem, das kann ich euch gleich übrigens direkt zeigen. Ich habe es im Pexus Review nur angesprochen, habe dabei Stressmarks gekriegt. Hier kann ich euch zeigen, worum es geht, wenn wir das gleich transformieren. Der Auslieferungszustand ist, falls ihr das mir noch nicht gesagt habt, tatsächlich im Bot-Modus, während Pexus nämlich im Truck-Modus kam. Schönes Ding. Wirklich toll. Ich bin wirklich happy, vor allem wegen dem Cape. Das sieht super aus. Ihr habt jetzt keine Preview-Bilder gesehen. Ihr habt das Ding direkt vor die Nase geflankt gekriegt. Ich bin effektiv der Erste auf dem Markt, der das Ding reviewt. Eine wahre Premiere hier sozusagen. Und alle anderen Features, wie ihr die Matrix hier reinbringt, wie ihr die Sachen, die Teile hier an die Seite anbringt, diesen Teil könnt ihr auch noch nach vorne schieben und nach hinten. Was das macht, könnt ihr die in der Transformation dran lassen. Transformation vom Truck zum Bot findet ihr alles in meinem Optus Pexus Review. Und wie gesagt, zur Artikulation will ich jetzt euch jetzt nicht allzu viel zeigen. Ich will euch nur mal kurz zeigen, worauf ihr euch ungefähr einlässt. Ich habe mir eine Pose überlegt, was einigermaßen was zeigt. Wir nehmen den Arm nach oben, drehen das nach da. Den Arm nach hier ein bisschen ausfahren lassen. Den Kopf so. Wir ziehen den ganzen Oberkörper zweimal auseinander und bringen das Ding so. Dann können wir nämlich immer noch die Hipskirts ein bisschen hochbringen. Das ist wichtig. Und dann nehmen wir das doppelte Beingelenk, so, so, aktivieren den Toe Tilt, ein Stück vom Knie, dann seht ihr das auch. Und dann habt ihr hier Martial Arts Prime. Der ist totally decked out, mit dem könnt ihr alles machen. Ihr habt es gerade gesehen, ihr habt einen Double App Crunch hier. Das Ganze kann sich doppelt drehen. Artikulierte Hip Skirts, Double Jointed Elbows. Die Knie sind doppelt artikuliert. Diese Knee Pads, die sind mit inkludiert, sowohl in die Transformation als auch in die Artikulation. Ne? Also nur, dass ihr das mal eben seht, was ich meine. Wenn ihr das Ding dann kollabieren wollt, dann geht das ganze Ding mit und schließt sich mit ab. Also das ist einfach wunderschön und es lässt sich einfach unfassbar einfach alles aktivieren und gibt eine super Artikulation, die halt auch ziemlich stabil ist. Also guckt euch das komplette Ding bei Optus Pexus an, aber ich glaube, das gibt euch einen ganz guten Run-Through, was das Ding alles an Artikulation hat. Ein paar trockene Fakten und dann kommen wir zur Transformation. Zu den trockenen Fakten gehören natürlich Größe und Gewicht. Der kommt auf 269 Gramm. Ich habe jetzt bei Pexus nicht nachgeguckt. Ich schätze, das ist genau dasselbe, außer die haben vielleicht ein, zwei Schrauben oder irgendwelche Einpackteile durch Plastik ersetzt. 269 Gramm, jedenfalls Optus Nox. Und die Größe ist bis zur Spitze von seinen Antennen 20,5 cm. Das ist aber böse. Ja, ja, eigentlich schon. Neutral, aber die meiste Zeit schon. Nähern auf eigene Gefahr. Ja, das muss noch reichen. Und für ein paar Vergleiche haben wir hier dann wieder mal Opilida. Das gibt euch, glaube ich, eine ganz gute Idee. Der steht gerade ein bisschen wackelig die ganze Zeit, ne? So ist besser. Also der ist nicht Masterpiece, wobei ich finde, man kann sich so überlegen, wenn das halt quasi
Orion Pax als Nemesis ist, bevor er verwandelt ist, ist er eine Ecke kleiner als Prime. Ich finde, das kann man tatsächlich gelten lassen, meiner Ansicht nach. Das ist das damit. Dann haben wir hier, weil ich das so gerne zeige, Nerds sind ja nun mal Nerds, Plastic Crack ist Plastic Crack. Hier haben wir Mezco 112 Iron Man. Dann haben wir hier einmal für die Transformers Mainline-Leute den Deluxe Class Skytrad aka Flywheels aus Siege. Und ein meiner Lieblingsbots, wahrscheinlich sogar Bot des Jahres 2021. Hier haben wir, wirst du wohl, Lumitent, der legt seine Waffe gerade mal eben auf Flywheels ab, von TFC Toys, ganz wichtig. Und für die Motu-Leute, einfach mal eben, damit ihr seht, wie das beides scaled, haben wir hier einmal den Battle Armor He-Man, den bin ich euch immer noch schuldig. Und wir haben hier einmal den Classics He-Man mit Additional Cat Hair mitten im Gesicht. Transformation ist fett mit ein bisschen Tüdelkram. Zuerst müssen wir den Arm gerade, ihr seht schon, der ist so ein bisschen ausgefahren. Den kollabiert ihr einmal voll, dass ihr das habt. Und die Hände macht ihr quasi als Faust. Bringt den Daumen flach und macht die Hände, dass ihr so etwa diesen Winkel habt. Arbeitsvorbereitung. Ihr zieht den ganzen Oberkörper einmal auseinander. Dann nehmt ihr das Backpack, das ist nicht eingepackt. Ihr klappt das einmal auf und dann habt ihr hier dieses Double Joint, das klappt ihr zweimal auf. Und wenn ihr das gemacht habt, dann packt ihr oder dann nehmt ihr die Räder, die sind hier oben zwischendrin. Am Backpack eingepackt, diesen runden Nupsis. Die macht ihr ab, bringt die runter. Die müssen nämlich zur Seite. Die geben euch da manchmal ein bisschen Grief, bringt die Arme aus dem Weg und lasst die erstmal. Bist du wohl? Da ist er. Das wollt ihr nicht. So, zur Seite, denn diese kleinen Stücke müssen hier dann in die Öffnung, wo die eben mit eingepackt waren. Und so könnt ihr das jetzt gerade erstmal lassen. Den Kopf versenkt ihr, indem ihr wirklich die komplette Platte dieses hier nach hinten kippt, sodass der Kopf hier hinten liegt. Und dann nehmt ihr die Platte, bringt das hier rüber, packt das ein und bringt den Teil gerade. Wenn wir das gemacht haben, nehmt ihr am besten aber die Waffen ab. Die kommen sowieso in den Weg. Dann dreht ihr die Arme, eigentlich da, hier, 90 Grad und bringt die einmal hoch. Denn die müsst ihr hier nach hinten rocken. Und das ist absolut wichtig. Denn diese Slots müssen hier rein und dieser Slot muss hier rein. Zusätzlich dreht ihr die Hand. Da können wir das Ganze langsam mal zusammenbringen. Seid auf jeden Fall sicher, dass das gerade ist. Sonst passen nämlich die Arme, so wie sie sind, nicht hier ran. Ihr packt halt den Teil hier rein und den Teil einmal hier rein. Wenn er mitmacht, eins, dreht das nach hinten und nochmal zwei mit dem zusammen. Und das ist das Paket, wie ihr das haben wollt. Und dann könnt ihr das ganze Ding auch so langsam nach hinten kippen. Seht zu, dass ihr die Hüfte gerade habt. Und beim Zusammenbau müsst ihr halt aufpassen. Ihr habt hier diesen Pack und der muss hier rein. Ihr bringt das ganze Ding also hier rüber. Das andere macht ihr auf der anderen Seite auch. Dann kann das sein, dass ihr mal ein bisschen aufräumen müsst. Und ihr packt das hier unten ein, dass ihr das habt. Seht zu, dass das gerade ist. Und dann auch die Kotflügel entsprechend an der richtigen Stelle habt. Das ist nämlich noch so ein Ding, das hätte euch vorher aber nicht allzu viel gebracht. Das kann immer rausfloppen, das ist aber nicht wild. Dann dreht ihr das. Diese Teile kommen hier oben rein und werden zusätzlich hier drinnen, das kann ich euch ganz schlecht zeigen, weil es dunkel da gerade ist, so eingepackt, dass ihr das habt. Das ist das Paket, wie ihr es haben wollt. Und dann rockt ihr die Teile zweimal nach hinten. Nachdem ihr das dann habt, könnt ihr das ganze Ding endlich mal nach hinten rocken und das entsprechend hier in das Backpack sozusagen inkludieren. Dann dreht ihr den ganzen Unterkörper 180 Grad und während ihr das macht, kippt ihr das wieder und bringt diese Hipskirts einmal 90 Grad nach oben. Die müssen so sitzen. Können wir schon fast so lassen, wa? Jetzt kommen die Beine und das wird cool. Wir ziehen diese Teile komplett einmal auseinander. Die können das ab. Ihr hakt einfach mit den Fingernägeln hier einmal links und rechts, zieht. Und dann ist das lose, macht die Dinger auf und legt diese Teile hier oben hin. Oder sollen die hier unten rein? Ich glaube, die sollten tatsächlich da unten rein, oder? Nee, gerade nachgeholt nach oben, nach unten passt es auf keinen Fall. Dann habt ihr das und jetzt habt ihr diese Platten. Die ist richtig. Die ist richtig. Das muss nach oben. Wenn ihr das macht, kriegt ihr hier oben Stress Marks. Krümmt das Knie also einmal kurz, macht das wieder gerade, sodass das oben sitzt und dann könnt ihr beide Beine ohne Schmerzen kollabieren. Ihr seht schon, wo das Ganze hinkommt. Die beiden landen gleich hier drin. Deswegen ist die Position der Hände und auch wie die zusammengefaltet sind, absolut wichtig. Was wir jetzt machen müssen, die Füße reinfalten. Die sind ein bisschen stiff, sind aber nicht schlimm, funktioniert auch. Wickelt ihr echt nach oben, so weit wie ihr könnt und schiebt die Dinger
hier hoch, so dass die halt mit über diesen Nupsis hier sitzen. Ich weiß, das sieht nicht gerade gut aus, aber so muss das. Macht euch ein bisschen Platz. Das ist auf dem Double Hinge, da könnt ihr nichts falsch machen. Macht das nach oben und schiebt einfach mit ein bisschen Kraft. Und dann sitzen die Dinger hier. Und dann kommt nämlich auch der finale Push. Wir müssen das immer begradigen, diese ganzen Gelenke, die sind ziemlich eigenwillig. Aber das ist das, was ihr jetzt gerade wollt. Denn jetzt müssen wir sehen, dass wir das Teil, dass wir die Hände hier reinkriegen, so dass uns die Finger nicht durch die Gegend fliegen, was halt passieren kann. Und wir müssen, ich glaube, der ist sogar schon drin, genau, das Backpack packt hier oben auf der Hüfte ein, so dass ihr das gerade habt. Und dann legt ihr das ab. Und dann müsst ihr über dieses Double Hinge diesen Teil hier oben zusammenpacken. Und das kommt dann zusätzlich auch noch, das packt auch zwei so kleinen Nupsis hier über diesen Haken noch zusätzlich ein. Das ist nicht, ja, das hat besser funktioniert, als ich dachte. Das ist das, was ihr wollt. Das macht ihr auf beiden Seiten, dass ihr das habt. Und dann müsst ihr es nur noch mal zusammendrücken, sprich das Backpack wieder hier an die Mitte ran. Die Beine einmal zusammen, räumt das ganze Ding ein bisschen auf, bringt seine, ich nenne es mal, Verrohrung einmal an. Und dann habt ihr Optus Nox im Alternate Mode. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ne? Manchmal denke ich, ich hab's nicht mehr. Und dann habe ich das tatsächlich, ich habe es nicht ohne Anleitung geschafft, aber es kam noch wieder. Ich habe dran rumgedreht und getüdelt, ich habe die Reihenfolge hinbekommen. Und es sitzt einfach. Und das ist ein witziger kleiner Alternate Mode. Ich persönlich stehe auf den Truck jetzt nicht über die Maßen. Ich finde, das hätte hier noch ein bisschen verspoilt sein können. Die Bodenfreiheit hätte definitiv besser sein können. Also die Räder, die rollen, aber auch nur so und so. So ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Naja, aber die roten Fenster kommen gut durch. Wir haben ein bisschen Silber hier oben und unten an dem Fenster dran. Und wir haben entsprechend das Rot hier vorne mit den Leuchten hier. Also sieht schon ziemlich böse aus. Mag ich. Kommt ziemlich cool. Kann man nicht anders sagen. Und vor allem packt es wirklich vernünftig ein. Man sieht vom Robot quasi nichts mehr. Das ist ein schönes Ding. Das ist in sich, auch wenn es ein merkwürdiger Truck ist, ist das ein sehr, sehr schöner Alternate Mode. Ich habe jetzt gerade akut hier keinen Truck. Das Einzige, was ich als Truck zeigen kann, ist einmal G1 Optimus Prime. Dann habt ihr das als Idee. Und wenn wir schon bei bösen Autos sind, kommst du her. Hier haben wir einmal Jada Toys Car, der ist in 1:25. Ich denke, das sollte euch eine Idee geben, wo das scaled. Normales Modellbauauto. Ist doch nicht schlecht. Prime und Prime und dann böse und trotzdem böse. So kann man es mixen. Yo, und da war er, der Mastermind Creations R48N Optus Nox. Das Repaint in Nemesis-Farben von Optus Pexus aus dem Hause Mastermind Creations. Leute, ich kann euch nicht allzu viel dazu sagen, was ihr nicht auch schon durch Optus Pexus wisst. Das ist eine Killer-Figur. Das ist super Sculpt, super Materialien, Killer Artikulation. Durch das Upgrade jetzt, dadurch, dass der halt so böse aussieht mit dem Cape und so weiter, das ist nochmal eine vollkommen andere Nummer, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und der macht einfach Maximum Spaß. Gibt's nichts anderes, was ich euch ehrlich gesagt berichten kann. Das Schwert sieht unfassbar geil aus. Den werde ich definitiv mit Schwert hinstellen. Ich weiß noch nicht wohin, aber ich werde ihn mit Schwert hinstellen. Und das Cape lässt sich, sagen wir mal, okay anbringen. Es ist nicht zu viel Tügelkram. Wenn man da einigermaßen eine Technik hat, dass man das Cape drum kriegt mit den Drahtgeschichten, dass das sich um den Kopf wickelt und dann noch den Schal drumherum, damit das ein bisschen festgehalten wird, dann geht das. Tatsächlich kein Problem. Tolle Artikulation, großartiges Engineering. Ich glaube, die haben hierbei das Problem mit den abspringenden Fingern tatsächlich hingekriegt, dass das nicht einmal passiert. Oder vielleicht habe ich besser einfach aufgepasst. Es kann auch das sein. Nichtsdestotrotz von mir eine ganz klare, ganz, ganz klare Empfehlung. Und der Preis ist auch nicht zu happig, obwohl das halt wirklich eine wirklich tolle Figur ist. Wir haben neben uns noch einen Store. Den Link unten habe ich euch eingeblendet, beziehungsweise in die Beschreibung gesetzt. Und den Preis habe ich euch eingeblendet, so rum. Aber jetzt, da ihr das alles wisst, was das für ein fettes Ding ist, meine Lilly mag den? Lilly Katz, wir sind zurück. Einmal Figur gucken? Ach komm, der ist wirklich gut. Wow, du hast keinen Bock. Ha? Keine Lust zu arbeiten, gleich an Urlaub gewöhnt. Arbeitsmoral, was soll man dazu sagen?
Na, schau mich nicht an. Geil, oder? Mit dem Cape? Das ist geil. Sowas finde ich gut. Mehr von sowas. Ein bisschen Variation, schönes Schwert, ey. Geil. Schwert und Cape, so wie Flügel, machen irgendwie jeden Bord cooler, oder? Dass Lilly sie nicht mag. Die ist momentan arbeitsfaul. Anyway, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich habe für euch vielleicht eine kleine Kaufentscheidung treffen können. Ist ja auch nicht unbedingt günstig, aber auf jeden Fall schick, der Optus Nox. Und deswegen verbleibe ich mit einem schönen Abend. Es ist tatsächlich ja noch abends. Also so schnell habe ich das auch noch nie gemacht. Und ein schönes Restwochenende. Bleibt brav und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.